Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich wurde gefragt, ein Bild zu werfen auf die bürgerliche Partizipation im internationalen Naturschutz. Ich habe Ihnen dazu drei Beispiele rausgesucht aus drei verschiedenen Ländern, wo ich versuchen werde, mal sozusagen die Basis dieser bürgerlichen Partizipation näher zu beleuchten. Hier sehen wir vielleicht einen Wutbürger, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er Wut. Das ist ein Bild aufgenommen diesen Mai vor dem brasilianischen Parlament. Hier sehen Sie eine Gruppe von Indigenen, die sich versucht, mit Gewalt in diesem Fall Zutritt zu verschaffen zum brasilianischen Parlament. Es geht hier um einen Protest gegen eine Gesetzesnovelle, die im Parlament durchgesetzt werden sollte, um erheblich staatliche und indigene Schutzgebiete zu schwächen und um es erheblich zu erleichtern, dass bestimmte Interessensgruppen, nämlich vor allen Dingen wirtschaftliche Interessen aus der Agrarlobby und Infrastrukturprojekte, auch in Schutzgebieten im Amazonas vor allen Dingen durchgesetzt werden können. Mein erstes Beispiel, da werde ich mal sozusagen ganz zurückschreiten, da bringe ich Sie nach Namibia. Namibia, hier die Kontur, kennen Sie, glaube ich, alle. So sah der Schutzstatus rein von der Fläche her 1990 aus in Namibia. Sie hatten ein typisches Beispiel, wie in vielen Ländern Afrikas. Sie haben staatliche Schutzgebiete, die mehr oder weniger gut funktionieren. Und ansonsten dazwischen haben sie sehr, sehr viel Natur in hoffentlich vielen Fällen in Afrika und viele Menschen, in Namibia nicht ganz so viele, aber Menschen, die mit der Natur in irgendeiner Form zusammenleben und mehr oder weniger was davon haben. Das ist das gleiche Bild jetzt 2011, da sehen Sie sehr, sehr viel mehr Fläche, vor allen Dingen sehen Sie gelbe Fläche. Diese gelbe Fläche sind Gemeindeschutzgebiete, in Namibia Conservancies genannt, wo also es eine Möglichkeit gab für Gemeinden, für lokale Gemeinden zu sagen, ja, unser angestammtes Land geht von diesem Fluss bis zu diesem Baum und da drüben beginnt das vom nächsten und wir fordern Rechte über dieses Land ein und zwar auch Nutzungsrechte über die natürlichen Ressourcen auf diesem Land selber. Einige Gruppen, auch der WWF, hat viele, viele Jahre daran gearbeitet, das sozusagen politisch durchzusetzen und da ein Gesetz zu schaffen, dass es eben nicht mehr so ist wie in vielen Ländern in Afrika immer noch, wo alles Land gehört erstmal dem Staat und da leben aber überall Menschen drauf und die haben aber keinerlei Rechte über die natürlichen Ressourcen, sind aber komplett von denen abhängig und werden dadurch sofort in die Kriminalität getrieben. Also jeder Ducker, den ich mir im Wald hole, jeder sogenannte Bushmeat, ist billiger und einfacher zu besorgen, als wenn ich jetzt den Bus nehmen muss und in die Stadt fahre und mir dann Huhn kaufe. Oft ist das gar nicht möglich. Ich brauche aber den Proteinbedarf irgendwoher. Also hier fand ein sehr, sehr interessanter Prozess statt, der angefangen hat mit einem politischen Prozess, begleitet durch die Zivilgesellschaft, wo ganz neu Rechte und Pflichten für die lokale Bevölkerung übertragen wurden und die können dann die natürlichen Ressourcen auf ihrem Land nutzen. Möglichst nachhaltig, aber sie dürfen sie nutzen. Ergebnis hier ist, dass es inzwischen fast eine Volksbewegung gibt in Namibia, wo es eine lange Warteschlange gibt von Gemeinden, die sagen, jawohl, wir wollen auch so ein Gemeindeschutzgebiet werden, weil es sich einfach für die Leute lohnt. Es ist also bei bürgerlicher Partizipation, besonders in Afrika, erstmal, also es ist ganz, ganz wichtig, aber es ist erstmal überhaupt wichtig, einen Anreiz dafür zu schaffen, erstmal die Möglichkeiten zu schaffen, dass sie sich beteiligen können am Naturschutz in dem Fall. Und das tun sie aber oft nur, wenn sie monetär was davon haben. Wenn sie also, wie im Fall von Namibia, oft sind es stark verarmte Gruppen, die aber umgeben sind von zumindest natürlichem Reichtum, aber keinerlei Zugang haben zu diesem natürlichen Reichtum.
Im Gegenteil, sie haben nur Probleme, die Elefanten zertrampeln das Feld und holen sich den Mais, von dem ich komplett abhängig bin, oder ich muss Angst haben, dass wenn ich morgens meine Kinder zur Schule schicke, dass sie vom Elefanten getötet werden und so weiter und so weiter. Sie haben also erstmal nichts davon, sondern im Gegenteil, ein Elefant oder ein Wildschwein oder was auch immer ist erstmal was Antagonistisches. Sie erinnern sich, das ist in Deutschland nicht anders, Sie erinnern sich, wie lange Bruno, der Bär, in Deutschland überlebt hat. Jetzt überlegen Sie sich mal, wenn hier in Deutschland 25.000 wild gewordene Elefanten durch die Gegend rennt, was da passieren würde. Es sind also diese sogenannten Gemeindeschutzgebiete entstanden, und diese Gemeindeschutzgebiete können es jetzt aushalten, dass da Elefanten sind, die auch mal mein Feld zertrampeln, denn es gibt ein System, wo der Elefant letztendlich mehr wert ist, wenn er lebendig ist, als wenn er tot ist und ich einem Wilderer erlaube, sich das Elfenbein zu holen und ich kriege dafür $100. Wie passiert das? Das passiert dadurch, dass es, wie Frau Schwan es schon angesprochen hat, ich bin da ganz ihrer Meinung, als ein Zusammenspiel gibt zwischen Unternehmen, Politik und der Zivilgesellschaft in dem Fall. Also diese Gemeinden haben jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit zu entscheiden, was sie mit ihren Ressourcen auf ihrem Land machen. Das ist so, wie wenn ich hier um die Ecke den Supermarkt aufmache, dann ist es eigentlich so, jeder geht rein und holt sich erstmal so viel wie möglich, so schnell wie möglich, weil sonst macht es mein Nachbar. Wenn der Supermarkt mir aber gehört, dann kann ich mir überlegen, okay, ich hole mir was für heute Abend, um meine Familie zu ernähren, aber vielleicht kann ich ja was Geschickteres mit dem Rest der Waren in diesem Supermarkt machen, wenn mir das gehört, ich kann ein Geschäft auch machen und so weiter. Und so ähnlich ist es auch hier. Ganz viele dieser Gemeinden gehen zum Beispiel eine Partnerschaft, einen Vertrag ein mit, sagen wir mal, einem südafrikanischen Safari-Unternehmen. Die kriegen da das Recht, eine Lodge auf meinem Gemeindeland zu bauen, und ich kriege 10% des Gewinns, nicht des Umsatzes, sondern des Gewinns. Dadurch, und ich weiß, ich kriege diese 10% nur, wenn die Lodge voll ist mit reichen westlichen Touristen, und die kommen aus welchem Grund auch immer, um sich Elefanten anzugucken, und zwar lebendige Elefanten. Und auf einmal ist dieser Elefant mehr wert, wenn er lebendig ist, als wenn er eben tot ist. Hier mal eine Grafik zu den Einkommen. Sie müssen, das ist jetzt nicht viel Geld für uns, aber Sie sehen die Steigerung im Land. 2010, bis dahin gehen die Zahlen in dieser Grafik, sind bei über 3 Millionen Euro. Das ist nicht viel Geld, aber Sie müssen bedenken, alle diese Gemeinden haben vorher kein Einkommen gehabt. Die haben vorher nie Steuern gezahlt. Die hatten vorher kein Mitspracherecht, was mit ihrem Land passieren soll, mit den Ressourcen da drauf. Und all das haben sie jetzt. Der Nebeneffekt in Anführungsstrichen ist eben, wie Sie hier sehen, der folgende. Die Nainai Conservancy ist eine dieser Gemeindeschutzgebiete. Es ist die älteste. Die liegt mitten in der Kalahari, ist sehr, sehr groß, 3,5-mal so groß wie das Saarland, und wird bewirtschaftet oder wird besessen von einem bestimmten San-Gemeinde. San sind die sogenannten Bushmänner. Sie müssen sich vorstellen, diese San haben bis vor 100 Jahren noch die meisten von denen in der Eisenzeit gelebt. Das heißt, wie ist es möglich, solchen Leuten einen vernünftigen Vertrag aufzusetzen mit einem gewitzten südafrikanischen Safari-Unternehmen? Da braucht es natürlich ganz, ganz viel Beihilfe. Das ist die Rolle der Zivilgesellschaft oder auch solchen NGOs wie dem WWF, die dann kleinere Unter-NGOs gegründet haben, um wirklich ganz viel Kapazitätsaufbau zu machen, damit das funktioniert. Aber es funktioniert, und der Effekt ist hier auch, dass eben es einen rapiden Anstieg an Wildtierpopulation außerhalb staatlicher Schutzgebiete gibt. Namibia ist das einzige Land der Welt, wo, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, im Moment herrscht ein grauenhafter Wildereikrieg nach Elfenbein und Nashorn in Afrika. Namibia ist trotzdem das einzige Land der Welt, wo Nashörner, hochbedroht, aus staatlichen Schutzgebieten in Gemeindeschutzgebiete umgesetzt werden, weil sie es da sicherer haben.
Sie sind da besser versorgt und besser geschützt als umgekehrt. Nur dadurch, dass es hier einen monetären Anreiz gibt. Und ansonsten funktioniert ein Dorf hier bei den Quäsern genauso wie bei uns auch. Jeder weiß, was der andere macht und das ist der beste Schutz. Wenn da jemand Neues oder jemand Fremdes ins Dorf kommt, da weiß man sofort und wird sofort gefragt, was machst du hier und warum bist du hier? Nebeneffekte sind weiterhin zum Beispiel in diesen Schutzgebieten ist es so, dass nun sich die Gemeinden zusammentreffen müssen und zusammen entscheiden müssen, was machen wir denn mit unserem Gewinn. Sie können also zum ersten Mal selber entscheiden, decke ich jetzt das Schuldach neu oder baue ich einen Brunnen, und zwar wird zusammen entschieden und nicht der Häuptling alleine. Oft sind die Frauen die Kassenwarte und es gibt eine starke Stärkung auch wirklich dieser Frauen, die dann zum Beispiel hier, wie in diesem Bild, zum ersten Mal öffentlich reden. Und man kann also sich überlegen, was man mit diesem Geld macht. Das heißt, wir kommen auch heraus aus dieser Spirale, die es oft in Afrika gibt, der Passivität und sozusagen dieses Händeaufhaltens und zu gucken, wo das Geld herkommt, aber nicht aus der eigenen Erwirtschaftung. Das sind alles Nebeneffekte, die eigentlich sehr, sehr gut funktionieren. Also Partizipation muss hier unbedingt einen wirklich auch monetären Anreiz haben. Und hier gibt es dann eben dieses Zusammenspiel der Zivilgesellschaft, der Unternehmen selber, die natürlich auch einen Anreiz haben müssen. Warum gehen sie in ein Gemeindeschutzgebiet und warum gehen sie nicht in ein staatliches Schutzgebiet, um da ihre Lodge aufzumachen? Und eben die Politik hat die Aufgabe, hier den Gesetzesrahmen zu setzen. Ein zweites Beispiel, was ich mal rausgesucht habe für Sie, wo es sozusagen eine Stufe mehr der Partizipation gibt oder gab, ist eine Kampagne, die viele Organisationen, aber vor allen Dingen auch der WWF vorangetrieben hat, zum Schutz der Virungas. Die Virungas ist eine Bergkette, ich gehe davon aus, viele von Ihnen kennen das, eine Bergkette in Ostafrika, die sozusagen das Kongo-Becken von Ostafrika trennen. Die eine fantastische Biodiversität herrscht da, umgeben von Bürgerkrieg, Korruption und ganz, ganz schwierigen staatlichen und sozialen Verhältnissen. Der Virunga-Nationalpark ist auch berühmt, weil er der älteste Nationalpark Afrikas ist. Ein Weltnaturerbe und also nun wirklich kein Ort ist, glauben wir, wo man unbedingt auch da noch nach Öl bohren muss. Hier sehen Sie eine Karte, also gestrichelt sind die Grenzen des Nationalparks und darüber gelegt sind Blöcke, die vergeben wurden, um hier nach Öl zu bohren. Virunga, wissen Sie selber, ist auch das letzte Rückzugsgebiet für den Berggorilla. Es gibt noch 880 Individuen an Berggorillern. Sind diese Lizenzen vergeben worden in der Demokratischen Republik Kongo. In einer Gemengelage, in Kivu oder im Osten der Demokratischen Republik Kongo, wo bis vor relativ kurzem, für sehr, sehr lange Zeit, ein blutiger Bürgerkrieg oder ein Rebellenkrieg getobt hat. Und diese Berggorillas haben in all diesem Chaos überlebt, nicht nur überlebt, sondern ihre Zahl ist gestiegen. Wie kann das sein? Weil selbst die Rebellengruppen alle wissen, dass diese Berggorillas das Einzige ist, was sie überhaupt noch irgendwie an Hoffnung haben, mal ein Einkommen oder eine Stabilität irgendwann zu kriegen. Man kann diese Berggorillas besuchen, das wissen Sie sicher, das ist sehr, sehr teuer. Und diese Berggorillas sind sehr, sehr viel wert für die Menschen da. Trotzdem hat die Regierung nun ein Dekret oder ist dabei, ein Dekret zu verhängen, wo es eben erlaubt wird, in einem Nationalpark, was eigentlich nicht erlaubt sein dürfte laut Gesetzgebung und auch in einem Weltnaturerbe, nach Öl zu bohren. Es gab
sehr, sehr zaghafte Bürgerbewegungen oder auch Kleinstdemonstrationen, wie Sie hier sehen. Sowas ist natürlich was ganz anderes als in Deutschland, wo es, also wir haben es heute gehört, schon seit vielen, vielen Jahren es viele Proteste gibt und eine Umweltbewegung und alles Mögliche. Das gibt es da natürlich alles nicht. Und sobald da zwei oder drei Leute wie hier auf dem Bild mal ein Plakat hochhalten, wo auch nur also da steht jetzt nicht drauf, haut ab, ihr seid alles Verbrecher, sondern da steht drauf, da steht letztendlich drauf, es könnte Probleme geben, wenn im Virunga nach Öl gebohrt wird für die Umwelt und für die Zivilgesellschaft. So, das ist alles, was da drauf steht. Da taucht sofort die Polizei auf mit Gummiknüppeln und so weiter. Und daraus hat sich eine internationale Kampagne entwickelt, wo internationale Organisationen gesagt haben, wir werden diesen ganz wenigen Leuten da vor Ort beistehen und werden versuchen, das an die Weltöffentlichkeit zu bringen und werden versuchen, das zu verhindern. Ziele waren dreifach. Einmal natürlich der Stopp von zwei Firmen, einmal Total ist eine französische Ölfirma, die kennen Sie alle, und einmal Soco, das ist eine britische Firma, die kennen Sie ganz bestimmt nicht, ich kannte sie auch nicht, die agiert im Hintergrund und ist spezialisiert auf besonders schwierige Explorationsverträge, also in Weltnaturerbe zum Beispiel oder auch sonst. Die tritt sonst nicht in der Öffentlichkeit auf, ist also sehr, sehr schwer öffentlich anzugehen, weil es wird sie nicht kratzen. Also erstes Ziel war, die beiden zu stoppen, das heißt mit diesen Unternehmen, an diese beiden Unternehmen ranzugehen. Zweites Ziel war, diese Gesetzesänderung im Parlament der Demokratischen Republik Kongo zu stoppen und das Ganze natürlich vorbereitet und unterlagert mit einer massiven internationalen Öffentlichkeitskampagne. Ich habe mal hier kurz aufgelistet eine der Dinge, die wir da versucht haben zu machen. Also für Total und Soko wissen wir natürlich bei Total, die sind natürlich sehr angreifbar, weil sie direkt am Kunden dran sind. Die sind wir natürlich öffentlich angegangen, aber auch über eine OECD-Klage. Und Soko haben wir über eine Klage in UK versucht zu kriegen, weil das Stammhaus ist im Vereinigten Königreich. Auch solche Firmen wie Soko müssen sich an nationales Recht halten und da steht unter anderem drin, dass es nicht erlaubt ist, britischen Firmen in Naturwelterbe nach Öl zu bohren. Bei der Lobbyierung des Parlamentes in der Demokratischen Republik Kongo ist es natürlich sehr, sehr viel schwieriger, weil die auch solche Sachen nicht gewohnt sind. Da haben wir vor allen Dingen über die Botschaften von wichtigen Ländern in Kinshasa gearbeitet, die dann eben eingewirkt haben auf bestimmte Teile der Regierung. Und unterlagert war das Ganze durch bestimmte Studien. Hier habe ich mal eine rausgegriffen. Hier wurde mal der ökonomische Aspekt untersucht, den diese Region eigentlich oder dieser Nationalpark für die Region selber hat. Da kann man dann auch aufrechnen, was wird sich erhofft, was aus diesen Ölvorkommen generiert werden kann für ein Land selber und was ist eigentlich das Wert, was dafür zerstört werden muss. Das ist immer ganz wichtig, auch solche ökonomischen Aspekte anzubringen, weil man nur begrenzt erfolgreich sein kann, wenn man immer mit den gleichen Leuten, also mit dem Umweltministerium redet. Das hat nur begrenzt Wirkung. Und dann gab es eben eine gut aufgemachte Öffentlichkeitskampagne mit allen möglichen Werkzeugen, mit Unterschriftensammlungen weltweit, wo man eben eine Petition schicken konnte und so weiter. Das Ergebnis ist, was natürlich diese wenigen Leute, diese lokalen Leute vor Ort niemals hätten erreichen können und wo wir, glaube ich, auch als internationale Gemeinschaft eine Verantwortung haben, denen da zu helfen, war, Total hat sich relativ schnell zurückgezogen, das war denen zu heiß, sie haben sich offensichtlich zurückgezogen, sie haben unterschrieben, sie werden nicht in den Nationalparkgrenzen nach Öl bohren und das auch nicht verkaufen oder fördern, haben sich aber trotzdem auf Soko verlassen, die selber nur in Ausnahmefällen selber fördert, sondern die sich auf Exploration
und auf Hintergrundarbeit spezialisiert haben. Und das war sehr, sehr viel härter. Aber auch SOKO haben wir vor allen Dingen durch die OECD-Klage, also durch politische Arbeit, dazu gekriegt, dass sie davon ablassen. Und ja, also die Lobbyarbeit mit dem Parlament in der DRC ist fortlaufend, ist sehr, sehr wichtig, denn das gilt dann nicht nur für Virungas, sondern das würde auch für alle anderen Schutzgebiete in der Demokratischen Republik Kongo gelten, wo überall im Land sehr, sehr viel Öl und andere Mineralien zu finden sind. Mein drittes Beispiel führt mich dann wieder zurück nach Brasilien. Hier sehen Sie nochmal ein Foto von der gleichen Veranstaltung vom Frühjahr diesen Jahres. Das sind Indigene vom Volk der Mundurucu, die also hier demonstrieren. Und zwar geht es hier um ein ganzes Gesetzespaket, wo eben nicht, wie Frau Schahn vorgeschlagen hat, im Vorfeld sich zusammengesetzt wird und ausgetauscht wird, was sind meine Interessen, was sind deine Interessen, sondern hier wird im Hintergrund lobbyiert und bestochen und ein Gesetzespaket versucht, möglichst heimlich durchs brasilianische Parlament zu bringen, wo eben indigene und staatliche Schutzgebiete extrem geschwächt werden sollen, dadurch, dass es ermöglicht werden soll, dann Teile rauszuschneiden, wenn nationales Interesse, nämlich Förderung von Mineralien oder Öl oder Diamanten oder was auch immer, im Vordergrund stehen, wo sozusagen dieses Paket hilft, dass es die Environmental Impact Assessments, der Standard extrem runtergesetzt wird, wo ganze Nationalparke der Status entzogen werden kann und so weiter. Hintergrund auch hier ist, FHC ist die Abkürzung für Cardoso, das war der Präsident für zwei Legislaturperioden in Brasilien. Lula kennen wir, glaube ich, alle, war davor dran und jetzt ist die Präsidentin Dilma dran. Brasilien hat ein sehr, sehr fortschrittliches Umweltgesetz gehabt und hat auch in den letzten 20 Jahren extrem viele neue Schutzgebiete ins Leben gerufen. Sehr, sehr vorbildlich, aber auch aus dem Hintergrund, dass es nicht besonders geschmerzt hat bis zum jetzigen Zeitpunkt. Also im Amazonas zum Beispiel gab es zwar viele neue Schutzgebiete und eine fantastische Umweltgesetzgebung, hat aber keinen interessiert, denn da herrschte bis vor, sagen wir mal, 10 Jahren ungefähr wirklich Anarchie, Gesetz des Stärkeren, es wurden viele Leute umgebracht und es ging darum, Land zu besetzen, um da vor allen Dingen Rinderweiden anzulegen und dann hinterher auf diesen Weiden dann Soja angebaut werden soll. Dilma selber, wie man hier sieht, hat eine Kehrtwendung da gemacht, hat keine neuen Schutzgebiete einrichten können, sondern im Gegenteil ist eben jetzt oder erlaubt es eben jetzt, dass da bestimmte Gesetzgebungen durchgehen, um dieses System zu schwächen. Denn auf einmal schmerzt es, auch im brasilianischen Amazonas eine starke Gesetzgebung zu haben, denn die Durchsetzung des Staates oder der Staat greift inzwischen auch in entlegene Gebiete im Amazonas. Und was ist es da einfacher, als wenn ich dann auf einmal merke, ein Gesetz piekst mich doch sehr, dann einfach daran zu gehen, das Gesetz zu ändern. Man sieht hier nochmal ganz deutlich, die staatlichen und indigenen Schutzgebiete. Indigene Schutzgebiete sind hier orange und staatliche grün. Und man sieht, und dann gibt es also bräunlich die Entwaldungsfront, die wie vom Süden in den Amazonas vordringt. Und man sieht eindeutig, wie besonders die indigenen Schutzgebiete hier einen Block bilden und die Entwaldung wirklich aufhalten. Die Entwaldung innerhalb der indigenen Schutzgebiete liegt unter 1%. Weit unter dem auch in den staatlichen Schutzgebieten. Also ein großer Effekt, vorangetrieben vor allen Dingen durch Infrastrukturprojekte wie Wasserkraft. 80% der Energieversorgung des Landes Brasilien kommt durch Wasserkraft. Das wird als saubere Energie verkauft, was natürlich, wie wir wahrscheinlich alle wissen, so nicht stimmt. Und es gibt sehr, sehr große Pläne, weiter Staudämme an verschiedenen Flussläufen zu bauen. Die Energieversorgung in Brasilien ist nicht gesichert und das wird stark vorangetrieben, kann aber nur funktionieren, wenn
Stutzgebiete geschwächt werden. Also wenn es auch erlaubt ist, riesige Flächen innerhalb von staatlichen und indigenen Schutzgebieten zu überschwemmen. Der zweite große Treiber oder der viel größere Treiber ist natürlich die Agrarlobby oder die Landwirtschaft. Brasilien hat sich aufgeschwungen, der neue Welternährer zu sein und ist Nummer eins im Export von sehr, sehr vielen Agrarprodukten. Und ein großer davon ist eben die Rindfleischversorgung, was der Großteil der Entwaldung, der Grund für die Entwaldung im brasilianischen Amazonas ist. Dann gibt es neue Pläne eben, wogegen jetzt auch diese Indigenen demonstriert haben. Hier Pläne zur Ölförderung, zum Staudammbau und zum Bergbau für alle möglichen Mineralien. Und hier liegt es dann eben daran, auch dieser Zivilgesellschaft zu helfen und sie zu organisieren und ihnen Gehör zu verschaffen und auch dafür und auch zu helfen, dass sie sich selber erstmal einigen. Das muss man natürlich erst lernen. Dazu braucht man bestimmte Mittel und Methoden. Und da gilt es wirklich auch, einen engen Pakt zu schließen zwischen NGOs oder Zivilgesellschaft und in dem Fall jetzt indigenen Gruppen. Resultat war, dass es eine Bürgerbewegung gab, die drittgrößte Bürgerbewegung, die Brasilien als Land je gesehen hat. Die ersten beiden waren einmal eine Bürgerbewegung gegen die Diktatur in Brasilien, das liegt schon sehr, sehr lange zurück, und eine Bürgerbewegung gegen die Hyperinflation, die auch schon sehr lange zurückliegt. Diese Bürgerbewegung, die man hier sieht, die kümmert sich um Naturschutz, was es vorher in Brasilien noch nie so gab. 80% der Bevölkerung in Brasilien lebt in Städten und ist sehr, sehr weit weg von dem, was wir vielleicht alle ganz toll finden im Amazonas. Die meisten waren noch nie da. Die meisten kennen Yosemite-Nationalpark vom Namen her eher als Iguazu, was in ihrem eigenen Land liegt. Keine Wertschätzung oder nur sehr, sehr geringe Wertschätzung. Jetzt also eine Bürgerbewegung, die sich da gebildet hat, die gesagt hat, so reicht's. Wir vertrauen eben der Regierung nicht mehr, dass sie unsere Interessen durchsetzt. Auch das wurde flankiert von einer internationalen Kampagne. Also zum Beispiel hier sieht man auch ein Bild von einer Demonstration vor der brasilianischen Botschaft in Berlin, unten rechts, was stark geholfen hat. Also eine Internationalisierung, denn auch das Thema ist international. Es ist eben so, dass der brasilianische Amazonas, wir alle von dem abhängig sind. Wir können jetzt eben nicht sagen, auch Brasilien hat das Recht, die gleichen Fehler zu machen, wie wir hier alle gemacht haben, und können also ihre Ressourcen so nutzen, wie sie es für möglich halten. Wenn der brasilianische Amazonas weg ist, haben wir keine Lebensgrundlage mehr hier. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns im Moment befinden. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, sogar Anzeigen geschaltet, als Präsidentin Dilma nach Davos gefahren ist, 2012. Und wir dann hier, das ist ein Ausschnitt aus der Financial Times, wo dann eben solche Anzeigen geschaltet werden, um ein Gespräch in Gang zu setzen und um natürlich politischen Druck auszuüben. Ganz wichtig ist, dass in solchen Ländern auch erstmal überhaupt Transparenz geschaffen wird der Entscheidungsvorgänge. Hier eine Website, die eingerichtet wurde, wo überhaupt erstmal öffentlich gemacht wird, welche Gesetzesänderungen in welchem Stadion mit welchem Text eigentlich gerade durchs brasilianische Parlament gehen. Das weiß keiner, das wird unter der Hand gehalten. Und das ist eine Website, die das sozusagen zum ersten Mal aufdeckt, den Prozess selber. Dann eine andere Website, die zum ersten Mal zeigt, wo eigentlich Staudämme geplant werden, mit welcher Megawattleistung, mit welchen Auswirkungen, wie viel Hektar soll überschwemmt werden. Auch das ist nicht transparent. Und drittens hier ein Beispiel einer Website, wenn Sie es interessiert, tracker.org, das ist eine Website, die zum ersten Mal weltweit, also jetzt nicht nur für Brasilien, sondern weltweit, einfach mal transparent darstellt, was eigentlich das Schicksal von vielen Schutzgebieten ist.
Also wo werden Schutzgebiete, die mal eingerichtet wurden, heruntergestuft oder Teile rausgeschnitten oder andere Dinge mit diesem Schutzgebiet gemacht? Viele von uns gehen immer davon aus, sie feiern, wenn es ein neues Schutzgebiet gibt. Jetzt haben wir gewonnen, aber eben oft ist es so, dass diese Schutzgebiete dann irgendwann wieder geschwächt werden. Ergebnis hier war auch, dass zumindest zwei Staudämme, die in einem Gebiet liegen, wo wir uns darauf konzentriert haben mit einer Kampagne, nicht mehr in dem Energieplan fürs nächste Jahr in Brasilien auftauchen und eben rausgenommen wurden, um auch darauf auf die Forderung einzugehen, dass es hier wenigstens einige frei fließende Flüsse gibt. Was Sie hier sehen, ist jetzt nicht der U-Bahn-Plan von Sao Paulo, sondern das ist ein Teil des Energieplanes, wo eben bestimmte Zuflüsse zum Amazonas dargestellt werden und in Planung oder in Bau oder schon operierende Staudämme dargestellt werden. Der nächste Schritt wäre dann jetzt, einen Bezug herzustellen zu Europa, um diese Kampagne gegen diese Gesetzesnovellierung fortzuführen. Das ist jetzt sozusagen in die Zukunft gesprochen. Und eine Verbindung herzustellen, auch jetzt, ich spreche für den WWF Deutschland, zu deutschen Unternehmen. Hier mal rausgegriffen, Brasilien ist der wichtigste Lieferant für Deutschland, was Metallerze angeht und auch für viele andere Produkte. Agrarprodukte habe ich jetzt hier nicht aufgelistet, aber das kommt noch mit dazu. Und hier gilt es jetzt, konstruktiv auch die Unternehmen anzusprechen in Deutschland, den Bezug herzustellen und zu sagen, ihr beteiligt euch hier an etwas, was unter Umständen sogar illegal ist, denn viele der zumindest Agrarprodukte, die auch nach Europa und nach Deutschland kommen, sind entstanden durch illegale Entwaldung. Hier mal eine Auflistung. Südamerika ist hier Vorreiter, was die Produktion von Agrarprodukten durch illegale Entwaldung vorantreibt. Das heißt, auch hier stimme ich Frau Schwan zu, am besten ist es, wenn diese drei Spieler sich zusammensetzen und versuchen, eine Lösung zu schaffen oder erstmal, wie Frau Schwan gesagt hat, also sich erstmal überhaupt zu verständigen und die Gegenargumente zu hören und dann zusammen eine Lösung zu erarbeiten. Deutschland, glaube ich, kann hier Vorbild sein oder vielleicht muss auch Deutschland hier Vorbild sein und deshalb finde ich die Debatte heute hier sehr, sehr interessant. Und alles, was ich hier zeigen wollte, ist eigentlich, dass beim internationalen Naturschutz da natürlich, das ist nichts Verwunderliches, viele dieser Diskurse, die wir heute hier haben, so natürlich noch nicht stattfinden. Und ich glaube aber auch, dass solche Organisationen wie vielleicht Ihre, Frau Schwan, einen erheblichen Beitrag leisten können im internationalen Naturschutz, wo ja der weitaus größere Teil der Biodiversität liegt im Verhältnis zu dem, was in Deutschland passiert. Vielen Dank.